herein. Bin ich spät dran? Herr Feldmarschall, die Herren haben sich um 16 Uhr einzufinden. Nur noch dieser Brief. Der Führer ist nie pünktlich. Wer wird denn da sein? Wenn es was Wichtiges wäre, wüsste ich das. Generaloberst von Fritsch, Generaladmiral Räder, Generaloberst Göring. Also Wehrmacht. Baron von Neurath. Er ist die Chefs der Wehrmachtsteile und der Außenminister. Na, da muss doch etwas Wichtiges sein. Kommen Sie nur herein, Herr von Both. Herr Generaloberst, erkennen mich am Klopfen? Nein, aber am Räuspern. Ich bin zwar halb blind, aber ich kann gut hören. Wagen schon vorgefahren? Jawohl, Herr Generaloberst. Wenn es so früh beginnt, hat der Führer uns wohl viel zu sagen. Soll ich Ihnen etwas verraten? Wenn der Führer lange spricht und so in Rage gerät, und jeden Satz so rollt und grollt, dann gibt es Momente, in denen ich mich dabei ertappe, nicht zugehört zu haben. Wenn Sie mich verraten, lande ich weiß Gott wo. Ich bitte um Nachsicht, Herr Generaloberst, aber ich habe eben nicht zugehört. Geistig abwesend. Recht so. Hoffentlich verlautet nichts in der Reichskanzlei. Dann ist alles Essig. Ich meine Ägypten. Unsere Reise nach Ägypten, die wird nicht durchkreuzt. Warum denn? Es ist mir ärztlich verschrieben. Und der politische Horizont sieht mir ganz freundlich aus. Wir haben nicht mehr das 100.000 Mann Herr von Versailles. Wir haben da eine wackere Armee hingestellt. Nicht etwa für den Krieg. Er hat mir 1918 gereicht. Und wer sollte uns denn bedrohen wollen? Folgende Schlüsse sind daher zwingend. Die deutsche Volksmasse von 85 Millionen Menschen kann ihre realen Lebens- und Wachstumsansprüche nur auf eine einzige Art sichern. Durch Gewinnung neuen Lebensraumes in Europa selbst. Jede Raumerweiterung kann nur Unterbrechen von Widerstand und Risiko vor sich gehen. Schluck Wasser, bitte. Nur Unterbrechung von Widerstand, sagte ich. Das heißt, es gibt für uns nur den Weg der Gewalt. Es ist daher mein unabänderlicher Entschluss, die deutsche Raumfrage spätestens 1943 bis 1945 zu lösen. Unsere Ausrüstung wird veraltet sein, wenn wir noch länger warten. Aber schon das nächste Jahr kann den günstigsten Zeitpunkt bieten. Wir müssen zuallererst die Tschechei und Österreich niederwerfen, um bei einem etwaigen Vorgehen nach Westen die Flankenbedrohung auszuschalten. Mein Führer, wir haben... Warten Sie, ich bin noch nicht fertig. Was den Westen betrifft, kann eine Lahmlegung Frankreichs durch einen Bürgerkrieg oder einen Krieg gegen Italien uns die risikolose Gelegenheit bieten, die Tschechei zu erledigen. Ich glaube übrigens nicht, dass England an einem Angriff auf Deutschland zur Rettung der Tschechei interessiert ist. Und ich glaube nicht, dass Frankreich ohne England militärisch gegen uns antreten wird. Das, meine Herren, ist also mein politisches Testament. Krieg! Bei der ersten günstigen Gelegenheit, aber spätestens 1943 bis 1945. Dies ist meinem Nachfolger aufgetragen, falls ich nicht mehr am Leben sein sollte. Wir sind nicht stark genug, mein Führer, uns England und Frankreich zu Feinden zu machen. Auch in 5 Jahren werden wir nicht stark genug sein. Frankreich hat an der italienischen Grenze 20 Divisionen stehen. Sie sind uns also an unserer Westgrenze rein kräftemäßig stark überlegen. Hinzu kommt noch ein Vorsprung in der Mobilmachung. Unsere Befestigungsanlagen im Westen sind derzeit von geringem Wert.
Andererseits, mein Führer, sind die tschechischen Befestigungen sehr ernst zu nehmen. Sie sind geradezu eine Maginot-Linie. Mein sechster Sinn hat mich nur selten getrogen. Sie, Herr von Blomberg, und Sie, Herr von Fritsch, bieten mir nur Einwände. Erzählen mir nur von unserer Schwäche und der Stärke unserer Feinde. Wer sind diese Feinde? Haben wir vor der Tschechoslowakei zu zittern? England wird sich an einem Krieg gegen uns nicht beteiligen, das sage ich wieder. Und ohne Englands Mitgehen wird Frankreich unsere Westgrenzen nicht anrühren. Herr Hosbach schreibt das mit. Das ist gut so. Ich bleibe bei meinen Voraussagen. Ich danke Ihnen. Heil, mein Führer. Heil, mein Führer. Was war mit dem Herrn von Neurath? Hat wohl was mit dem Herzen. Ihr politisches Testament, mein Führer, schlug sich ihm auf den Kreislauf. Fritsch. Dieser knochenweiche Fritsch. Das ist nicht der Oberbefehlshaber des Heeres, den ich brauche. Da habe ich mir eingebildet, Generale seien wie Kettenhunde, die man mit aller Gewalt zurückhalten muss, in den Krieg zu ziehen. In Wirklichkeit sind sie schlappschwänzige Pazifisten, die man in den Krieg prügeln muss. Auch dieser Blomberg ist mir zu lahm. Ja, noch ein Asbach-Uralt könnte nicht schaden. Asbach-Uralt? Hm? Wollen Sie mich schon loswerden? Wieso ich? Ich bin nur die Kellnerin. Bis verschließen sind Sie willkommen. Ich bin sicher, Ihr Chef. Der Herr Sauer? Ist ein herzensguter Mann, nie ein böses Wort. Ich weiß, der hat schon auf mich angespielt. Woche um Woche kommt er her, der olle Casanova. Große Zechen macht er keine im weißen Herrschen. Mal ein Bier, ein, zwei Asbach. Aber die ganze Zeit verzehrt er dir, Evchen. Mit der Augen verzehrt er dir, hat er sicher schon gesagt. Nicht ein Wort, im Gegenteil. Da ist er wieder, der einsame ältere Herr, immer so alleine. Wenn er nur nicht so aussehen täte wie der Herr Generalfeldmarschall Blomberg, so wäre es mir ja lieber, so sagt der Herr Sauer. Weil die Gäste immerfort sagen, das ist haarscharf der Double von Blomberg. Da bleibe ich lieber Ludwig Körner. Buchhalter bei Sambergen und Wittig, Textilien. Ein ruhigeres Leben. Eber, zahl! Auch zahl, aber ein bisschen Dalli. Ein Asbach für einen Körner. Asbach, komm! Ja. Tschüss. Auch abrechnen. Sie schließen ja gleich. Jawohl, wir schließen gleich. Eva macht denn die Rechnung fertig, wenn sie soweit ist. Eva! Ich bin gleich soweit. War ja eine richtige Konversation, war das mit der Evi. Ah, die stimmt auch. Jolt richtig ist die. Nacht, Herr Sauer. Nacht? Die treibt sie ohne rum. Da ist nur der eine kaufmännischer Angestellter. Ganz solide. Der kommt sie noch abzuholen. Ah, der Telefon. Guten Nacht, die Herren. Eva! Der Harry. Na ja, nun kommt er wohl nicht mehr, der Harry. Hat noch zu tun. Der Chef nicht. Schönen Gruß an Freund Eva. Es tut mir leid, dass der Sie aufsitzen lässt. Gute Nacht, Herr Sauer. Gute Nacht. Kraft gehabt? Nee, sind ja alle so. Ich möchte wissen, was der vorhat um die Zeit. Die Geschäfte kenne ich. Nee, nee, gefallen. Er ist Fanat in dir. Wer auch blind sonst. Sie schließen ab? Ja, dann bis morgen. Gute Nacht. Gute Nacht. Herr
Körner? Nein. Tut mir leid. Blomberg. Ja, aber... Na dann adieu. Von mir können Sie nicht wollen. Darf ich nicht Sie begleiten? Herr, ich weiß nicht, wie man Sie anredet. Aber Sie haben die Falsche erwischt. Ich bin nicht eine solche. Sehe ich so aus, dass einer so einfach mit mir mitgehen kann? Gute Nacht, Herr Reichskriegsminister. Ich bin jetzt Woche um Woche da gewesen, in Ihrem Lokal. Konnt Sie nicht verbieten. Aber die im Lokal, die ziehen mal durch den Kakao deswegen. Jetzt sind Sie plötzlich ganz berlinisch. Und dann reden Sie wieder so wie die feinste Dame. Ich kann's. Aber geboren und aufgezogen bin ich in Neukölln. Da ist Mutter noch. Da bin ich mit 19 durchgebrannt. Herr Generalfeldmarschall, ich bin keine feine Dame, die könnte sich von Ihnen begleiten lassen und es wäre nicht weiter was. Mit mir wäre das, als wären Sie schon in meiner Wohnung und in meinem Bett. Sie sollten mich in Ruhe lassen. Einem Herrn wie Ihnen steht's nicht an. Seit ich Sie das erste Mal sah im Weißen Hirschen, habe ich Sie je mit einem Wort belästigt? Mit den Augen waren Sie schon hinter mir her. Ja, das schon. Ich bewundere Sie. Wie kann eine so ganz natürlich stolz aussehen und immer diese vollen Tabletts schleppen? Und darüber Ihr Gesicht mit den Augen eines Kindes. Es riecht nach Essen. Auf einmal kommen Sie ganz dicht an mir vorbei. Und alles duftet nur nach Ihnen. Da wohne ich gleich. Darf ich Ihren Arm nehmen? So? So täten Sie es mit einer Dame? Für mich sind Sie die einzige Dame. Das ist nicht zum Lachen. Mit 60 hat man noch nicht aufgehört, ein Mann zu sein. Ich bin schon sehr lange Witwer. Die Einsamkeit wird wie eine Krankheit. Sie überfällt mich überall. Wie meinen Sie das? Der Reichskanzlei, mitten unter den Herren beim Gespräch, sehe ich plötzlich Sie. Nicht nackt. So, mit Schürze und allem, wie im Lokal. Ich war ja nicht dabei. Ein Engländer hat einmal gesagt, das Fürchterliche am Alter ist nicht, dass man so alt ist, sondern dass man so jung ist. Da ist mein Haustor. Bis hierher geht es und nicht weiter. Sie heißen Eva. Eva Grun. Gute Nacht, Herr von Blomberg. Sie sehen in mir eine, die es nicht gibt. Mein Leben war kariert genug, ich will kein kariertes Leben mehr. Sie sollten nicht mehr in den Weißen Hirschen kommen. Das kann ich nicht versprechen. Schlafen Sie gut, Eva Grun. Diese Hand, Gemüsesuppe, Buletten, Rouladensoße und das ist ein Duft von mir? Das spielt für mich keine Rolle. Sie haben zu mir gesprochen wie noch keiner vor Ihnen. Aber man muss aufpassen. Das könnte schlimm werden. Sowas. Eine Scheiße ist das. 24 Stunden am Tag unter Beobachtung, die beiden. Haufen von Schnappschüssen. Und jetzt zeigen Sie mir eine einzige Fehling, wo man sagen könnte, da wird irgendwas Verfängliches gespielt zwischen diesem Generaloberst und dem Rittmeister Neil Dampfer. Hotel in Luxor, Gräber der Könige, Tempel in Karmak. Und nie eine Möglichkeit, wo man sagen könnte, das sind 175er. Abteilung 2H, Kriminalrat Meisinger. Jawohl, kommt sofort. Sie sollen zu Gruppenführer Heidrich. Der
könnte doch wenigstens ein Schnappschuss dabei sein, wo dieser Generaloberst den Rittmeister in den Hintern zieht. Ob noch alles da ist? Wenigstens führe ich dich auszuschlichter. Da können dann die allerfeinsten alten Schachteln und die teuersten SS-Noten vor Gift und Galle pflanzen über uns. Mach das nicht, Werner. Das machst du nicht mit mir. Ich gehe nicht, wo es ein Skandal wird für dir. Und ein Mordstrara. Ist mir lieber, wir essen hier oben. Warum ziehe ich mich eigentlich an, wo ich mich viel lieber ausziehen will? Ist gleich 7. Unser geliebter Führer und unser geliebtes Reich erwarten wir im Reichskriegsministerium. Jetzt gibt's Kaffee und Brötchen. Kaffee und Brötchen. Wir beide frühstücken. Ein Schlafrock ganz hochgeschlossen. Vielleicht nicht ganz so hochgeschlossen. Vielleicht nicht so ganz hochgeschlossen. Ein Schlafrock nur bis daher offen ist. Aufgehend beim Frühstück ist nicht mein Geschmack. Frühstück ist Frühstück und was anderes ist was anderes. Dass ein 60-Jähriger es zum ersten Mal erleben kann, dass das andere so was anderes ist. Nee, Frühstück ist Frühstück. Du musst mich auch mal ernst nehmen. Magst du noch eine Schrippe? Eva, bitte mach es mir nicht schwer. Jung sein geht mir ab, aber Geld nicht. Und du hast es bestimmt nicht leicht. Du musst mir erlauben... Mach's nicht für Geld. Sag sowas nie wieder. So alt bin ich wieder nicht. Ich wollte nur helfen. Könnten wir nicht zusammen weg aufs Land? Ich könnte mich für ein paar Tage frei machen. Ich muss erst am 22. Dezember in München bei der Trauerfeier für General Ludendorff sein. Im Harz finde ich ein kleines Hotel. Ein früheres Herrenhaus. Ist wirklich wunderschön. Sie wissen dort, wer ich bin, aber niemand verrät mich. Wir könnten leben wie verheiratet. Bitte, sag nicht gleich wieder nein. Werde ich dann behandelt wie deine richtige Frau? Sonst werde ich behandelt wie dein richtiger Mann. Du musst jetzt wieder Reichsminister werden. Was soll sonst aus uns werden? Jung sein? Fehlt dir auch nicht. Herr Generaloberst, Sie sind der erste Paladin des Führers. Und ich brauche Ihren Rat. Ich beabsichtige zu heiraten. Da gratuliere ich. Nur... Die junge Dame ist 25 Jahre alt. Famos! Die Vorstellungen des Offizierskorps der Generalität sind doch recht friderizianisch. Sie ist Sekretärin bei der Reichseierzentrale. Ihrer Herkunft nach ein einfaches Kind des Volkes, aber ja, kein ganz unbeschriebenes Blatt. Glauben Sie, kann ich es wagen, dem Führer um seine Genehmigung zu bitten? Je einfacher die Verhältnisse sind, aus denen die junge Dame stammt, desto besser wird Ihre Ehe illustrieren, was der Sinn der nationalsozialistischen Revolution ist, dass wir jetzt ein Volk sind.
Der Führer wird sie decken. Vor den verzopften Vorurteilen der Generalität werden wir sie zu schützen wissen. Vielleicht könnten Sie bei passender Gelegenheit dem Führer eine Andeutung machen. Tue ich mit Vergnügen. Oberst Bodenschatz, der Herr Generalfeldmarschall bricht gerade auf. Ich bin Ihnen von Herzen dankbar. Reichsführer SS, bitte. Heil Reichsführer. Folgende Frage. Darf ich mir das Vergnügen machen, Sie morgen Sonnabend in Karinhall begrüßen zu dürfen? Bringen Sie Herrn Heydrich mit. Sie werden es nicht bereuen. Ich habe ein Bonbon für Sie. Ein Mann in seinen Jahren kann leicht eine Dummheit begehen. Wenn es zu einem Kladderadatsch zwischen ihm und dem Offizierskorps käme, dann müsste er vielleicht gehen. Und sein gegebener Nachfolger? Wäre Herr von Fritsch. Dem Führer kaum genehm. Ah, wenn Blomberg keinen großen Skandal produziert, wird ihn der Führer decken. Bei Fritsch wäre das anders. Wenn Herr von Fritsch keinen blitzblanken Schild hat... In Ihrem Giftschrank sind Dossiers über jeden. Was wissen Sie über Herrn von Fritsch? Es gab da doch ein Protokoll. Naja, vor 2 Jahren. Ein Zeuge sagte aus, er habe den Generalobersten in der Nähe des Bahnhof Wannsee bei einem homosexuellen Vergehen überrascht. Schwacher Zeuge allerdings. Der Führer ließ das Protokoll dann vernichten. Ich habe jetzt den Generalobersten seinen Adjutanten in Ägypten überwachen lassen. Hat leider auch nichts ergeben. Gibt es ein Duplikat von diesem Protokoll? Ja, zufällig blieb ein Duplikat erhalten. Ich habe es vor kurzem entdeckt. Was täten wir ohne glückliche Zufälle? Lassen Sie den Akt wiederherstellen. Wollen Sie sich nicht bedienen, meine Herren? Aber zunächst wollen wir wissen, welche Bewandtnis es mit der gewissen Vergangenheit dieses einfachen Kindes aus dem Volk hat. Es wird nichts dran sein. Blomberg ist überängstlich. Wenn es aber etwas hergibt, dann könnten wir uns wieder zusammensetzen, Sie? Göring will natürlich selbst Reichskriegsminister sein. Naja, nur darum geht es ihm. Ja, aber trauen Sie Herrn von Blomberg die fatale Dummheit einer krass unstandesgemäßen Ehe zu, selbst wenn es der Führer gestatten sollte? Warum nicht? Alle Menschen begehen Dummheiten. Aber Reichsführer, sollen wir für Göring die Kastanien aus dem Feuer holen? Wir haben nur ein Interesse. Die SS muss als unabhängiger Waffenträger neben der Wehrmacht durchgesetzt werden. Ja, ich weiß, ich wiederhole mich. Wer würde uns größeren Widerstand entgegensetzen? Blomberg oder Göring? Also beliebt ist der Göring beim Offizierskorps ganz und gar nicht. Ja, sehen Sie, und der fleißigsten einer ist er auch nicht. Mit Göring als Kriegsminister wäre die Moral in der Bendlerstraße schwer angeschlagen. Stimmt. Und für uns wäre das Spiel daher etwas leichter. Also Blomberg. Spiel? Wir spielen nicht. Wir sind die Zukunft des Reichs. Wir allein. Moment mal! Lassen Sie mich schon zum letzten Mal! Ich verbiete Ihnen, Fräulein Krohn zu belästigen. Zwei Stunden war er hier, mindestens. Und da ist nichts geschehen. Was denn? Wie denn? Worum geht's denn? Um die unverletzte Jungfräulichkeit von Fräulein Grun? So will ich dich nicht reden hören. Ich zwing dich nicht. Kannst mich stehen lassen und nie wieder von mir hören. Willst du das? Nein, das will ich nicht. Das ist es ja, was das aufzulösen gibt.
Aber du kommst da angedampft im Jahre 1938 und da ist nichts geschehen? Da spielen wir falschen Schmöker. Eine unberührte junge Dame hast du im Weißen Hirschen nicht gesucht. Ich habe niemanden gesucht. Ich habe jemanden gefunden. Jedenfalls schien es mir so. Schien dir, dass ich mit Harry Knall und Fall breche? Mit meinem Verlobten, der mich heiraten wird? Oder dass ich, wenn er zu mir raufkommt und Lust hab, sag, aber Harry, du weißt doch erst nach der Hochzeit. Aber nach unseren gemeinsamen Tagen jetzt, da dachte ich mir, es müsste immer so weitergehen, mein Leben lang. Es waren schöne Tage. Vergisst du vielleicht, ich nie. Und nun ist's vorbei. Ich bin hier in der Eisenacher Straße und der Harry, zu dem pass ich. Ich mag ihn auch. Mehr als mich? Nein, nicht mehr als dich. Nicht mehr. Aber es ist so, wie es ist. Je öfter man uns zusammen sieht, desto sicherer kommst du zu einem Skandal. Und ich bin keine, die sich verheimlichen lässt. So eine bin ich nicht. Sicher. Bei dir bin ich wie eine Prinzessin in gläsernen Pantoffeln. Aber gläserne Pantoffel gehören nicht zu meiner wirklichen Garderobe. Warum nicht? Ich war auf dem Weg hierher, um dich zu bitten, meine Frau zu werden. Wenn das war, hast du Glück gehabt, brauchst nicht mehr fragen. Eva, ich will dich heiraten. Ach komm, Junge. Was werden die Herren Generäle dazu sagen? Und unser geliebter Führer? Du ziehst mir nicht durch den Kakao? Nee. Du meinst das wirklich? Ja? Jung bist du. Wie jung du bist. Das kann nie werden. Aber gut hast du mir getan, bis ins Herz. Warum kann es nie werden? Ich habe schon mit Göring darüber gesprochen. Ich habe auch schon einen neuen Posten für dich. Besser als Kellnerin. In der Reichseierstelle. Mit Göring? Über mich? Ja, Göring meint, kein Mensch kümmert sich heute im nationalsozialistischen Staat um standesgemäße Ehen. Und jetzt leer bitte den Aschenbecher aus. Vielleicht magst du mich nicht genug. Nicht so, wie es mir schien in dieser Woche. Genau so. Ich mag dich genug. Aber es würde nur zum Unglück führen. Weil ich so alt bin? Vielleicht lebe ich nicht so lang. Und du hast noch ein zweites Leben vor dir. Als ob ich nach dir noch ein zweites Leben wollte. Dann darf ich das da an deinen Finger tun. Was? Nee. Nee. Du hast ja noch keinen Ring an deiner Hand. Wir nehmen es nicht so genau, wir einfachen Leute. Du hast schon Ja gesagt. Nein. Wann denn? Werner, lass mir Zeit. Lass dir Zeit. Ich kann's genau hören. Ja, sagt es da. Ja, ja, ja. Bitte, nimm den Ring. Damit ich sicher bin. Damit ich glücklich bin. Ich will ja mit dir sein. Irgendwo, ganz still, nur mit dir. Solange du willst. Nur erspar mir diesen Ring und die Heirat und alles andere. Es ist eine entsetzliche Bestechung. Ich kann ja kaum atmen mit dem Ring hier. Der macht mir Angst. Er ist da, um dich zu beschützen. Wann kommst du wieder?
wann ich darf. Bald. Nur, dass ich den Ring loswerde. Nur dazu. Es ist mir verzweifelt ernst und du nimmst mich nie ernst. Ernst genug. Nein, zur Heirat hat sie noch nicht Ja gesagt. Sie hat da eine Angst, die ich ihr nicht ausreden kann. Muss aber sofort entschieden werden, wenn Sie den Führer darauf ansprechen sollen. Eben, sie zögert. Ist ja eigentlich kein Wunder bei einem solchen Altersunterschied. Es ist da auch noch ein junger Mann, mit dem sie bisher verlobt war und wohl noch verlobt ist. Was für ein junger Mann? Ja, ich habe ihn nur flüchtig gesehen. Der Bursche sieht nicht übel aus. Er meint es vermutlich auch ganz ehrlich mit ihr. Welche Hilfe erwarten Sie von mir, Herr von Blomberg? Mir geht da etwas durch den Kopf, was man vielleicht Bestechung nennen könnte. Mir erscheint es eher als eine Probe. Sie sind Chef des Vierjahresplans. Sie könnten doch einem kommerziell begabten jungen Mann, vielleicht irgendwo in Übersee, einen Posten anbieten mit einem wesentlich höheren Einkommen und ganz anderen Entwicklungsmöglichkeiten als hier in Berlin. Oder irre ich mich? Es käme natürlich auf den Eindruck an, den der junge Mann auf Sie macht. Ich soll ihn also nach Übersee schicken. Man kann ihn nicht zwingen. Wenn er ablehnt, dann ist es klar, dass ihm seine Verlobte wichtiger ist. Dann muss ich eben sehen, wie es weitergeht. Wenn er aber annimmt, dann hat er entschieden, dass ein höheres Einkommen und ein besseres Fortkommen für ihn wichtiger sind als seine Verlobte. Das wäre dann seine eigene Entscheidung. Was täte ich nicht bereitwillig für Ihr Lebensglück, Herr von Blomberg? Wissen Sie den Namen und die Firma, wo er arbeitet? Sein Vorname ist Harry. Er arbeitet in der Glasindustrie. Aber Namen und Anschrift kann ich verschaffen. Mal sehen, was sich machen lässt, Herr von Blomberg. Ich stehe tief in Ihrer Schuld. Bedienen Sie sich. Danke. Sie sind doch ein aufgeweckter junger Mann. Tüchtig, fleißig, verantwortungsbewusst. Sie haben doch keine besonderen Bindungen in Berlin, wie? Ich habe Eltern. An denen Sie hängen. Sehr brav. Sonst etwas? Geschwister. Richtig. Dann werden Ihre Eltern Sie nicht so vermissen. Berlin ist der falsche Platz für Sie. Vermissen? Ich habe keine Absichten. Südamerika ist Ihr Fall. Glasinstrumente MBH. Bei Glas liegen Sie falsch. Ihr Fall ist Getreide. Herr Ministerpräsident, mit allem Respekt, ich habe keinen Schimmer. Die Reichsgetreidestelle schickt Sie nach Übersee auf einen Dauerposten. Ja, aber ich will heiraten, ich habe eine Braut. Sie haben eine Braut? Ja, eine Braut, wir heiraten demnächst. Sie sind ein Mann freier Entschlüsse. Immerhin, die Reichsgetreidestelle will Sie haben und offeriert Ihnen einen Posten in Argentinien. Herr Dassler soll kommen. Herr Dassler ist Präsident der Reichsgetreidestelle. Er wird Sie mit allen Einzelheiten vertraut machen. Und dann existiert keine Berliner Braut mehr. Ich glaube, wir haben uns verstanden. Alter! Das ist der junge Mann. Wann geht der Dampfer?
Morgen in 14 Tagen. Wohin? Nach Buenos Aires. Buenos Aires? Wie spricht man dort? Spanisch, natürlich. Spanisch? Ich hab keinen Dunst. Das ist eine deutsche Firma. Kommen Sie. Hasta la vista, Caballero. Wie jetzt, Mutchen? Was? Du bist es? Traust die noch her? Nach 6 Jahren? Lässt deine Mutter sitzen, die es schwer genug hat? Nicht auf dem Flur, Mutchen. Nicht auf dem Flur, vor allen Nachbarn. Gibst dich hin einem Lebenswandel und das ist derselbe Lebenswandel, ob vor den Nachbarn hier oder im Wohnzimmer vom Kanarienvogel. Was ist dir lieber, Mutchen? Ich hau ab und du liest von meiner Vermählung in der Zeitung oder wir gehen rennen zum Kanarienvogel? Das ist ja unser Reichskriegsminister. Und der nimmt dich zur Gemahlin? Im Sinne des Gesetzes? Siehst du? Der merkt auch schon, dass der Mann Folie hat. Kannst du dir mich vorstellen in den Kreisen? Frau Generalfeldmarschallin? Mit einer Dienstwohnung im Kriegsministerium? Naja, andererseits, der Willy Fritsch ist er auch nicht. Und Grütze hast du, die kann man dir ja nicht nehmen. Kommt dir ja zugeflogen, wie du dir auf dem Parkett bewegst. Ich hab so Angst. Die Trauung will er im Kriegsministerium. Von deinem zukünftigen Herrn Schwiegersohn. Er hat mich extra hergeschickt, dass wir uns wieder versöhnen. Eine Tochter braucht der Mutter sehen, sagt er. Das war sehr freundlich von deinem Herrn Verlobten, aber mein Segen ist gratis. Der muss doch was von dir wissen. Was weiß denn der? Was soll er wissen? Dass da gewisse Vorgänge waren. Jugendverfehlungen. Ja, Mutter, komm, ich sag dir Schwamm drüber. Na ja, ist ja schon gut, von mir erfährt er nichts. Weiß er was von die unzüchtigen Bilder? Bist du ganz toll? Na ja, wenn er das nicht weiß, hast du schon halb gewonnen. Was gewinn ich denn? Denkst du noch an die Laubenkolonie Rotröselein? Die Erntefeste? Hm, hab ich dir mitgenommen. Zum Onkel. Schön war's. Aber du bist doch auf und davon. Jetzt denke ich oft dran. Das Schönste war das Lied, weißt du? Gemütlichkeit und froher Sinn ist unser Ziel und Streben. Wer mehr wird, der jeden. Wir können nicht mehr jeden. Das waren noch Zeiten. Gemütlichkeit und froher Sinn ist alles, was ich will. Krieg ich das jetzt? Ich bin nur da, um ein Malheur zu verhindern. Für den Generalfeldmarschall von Blomberg. Eva Grun könnte manchem Mann eine gute Frau sein. Nun? Der Herr Generalfeldmarschall glaubt, sie hat ein paar Liebschaften gehabt. In Wirklichkeit ist sie vorbestraft. Wegen Sittlichkeitsdelikten. Als aufrechter Deutscher und Nationalsozialist halte ich es für meine Pflicht, mit dieser Wahrheit nicht zurückzuhalten, bevor ich morgen den Dampfer besteige. Der Herr verabschiedet sich. Herr Littler. Ja? Stellen Sie ihn durch. Heil Hitler, lieber Herr Feldmarschall. In München am 22. nach den Beisetzungsfeierlichkeiten für General von Ludendorff bitten Sie den Führer um ein Privatgespräch. Er wird's bewilligen. Nichts zu danken. Hoffe, Fräulein Braut befindet sich wohl. Beneidenswerter Mann. Heil. Ist es Ihr Wille, mit Fräulein Eva Margarete Grun die Ehe einzugehen? Jawohl.
Und ich frage Sie, Fräulein Eva Margarete Grun, wollen auch Sie die Ehe mit Herrn Generalfeldmarschall Werner von Blomberg eingehen? Ja. Nachdem Sie nun meine Frage bejaht haben, spreche ich aus, dass Sie beide Kraft Gesetzes rechtmäßig verbundene Eheleute sind. Der Standesbeamte sprach im Namen des Reiches aus, dass Sie nunmehr rechtmäßig verbundene Eheleute seien. Als Zeugen waren anwesend der Führer und Reichskanzler Adolf Hitler sowie der Reichsluftfahrtminister und Ministerpräsident von Preußen, Generaloberst Hermann Göring. Darf ich Sie nun bitten, zur Unterschrift näher zu treten? Zündet werden, und zwar so unverdächtig, dass niemand auf die Idee kommen kann, es habe irgendetwas mit uns zu tun. Ich habe alles eingeplant, Reichsführer. In der Akte Eva Margarete Grun gibt es einen Umschlag mit unzüchtigen Bildern. Ein vor Jahren abgeschlossener Fall. Und der Umschlag wird auf Wanderschaft gehen. Wanderschaft? Ja. Dieser Umschlag taucht ohne offizielle Instruktionen der Reichserkennungsdienstzentrale auf. Der gute Mann da, der Kriminalrat Müller, weiß nicht, was er damit soll, wohin damit. Schon ist er am Telefon und rennt damit zum Nächsten. Und so wandert unser Umschlag mit den delikaten Bildern von Hand zu Hand. Und unsere Zeitbombe wird hochgehen. Herrn Mauck, Sittlichkeitsverbrechen. Hier Kriminalrat Müller, Erkennungsdienst. Die unzüchtigen Bilder, die Sie uns geschickt haben, was sollen wir damit? Ja, haben Sie Interesse an der Feststellung der Person? Also Ablage. Nein, wir sagen den Namen nichts. Hi. Grun. Grun? Margarete Grun? Sehr fix ist Ihre Sekretärin ja nicht, Herr Regierungsrat. Die Karten im Einwohnermeldeamt springen nicht gleich aus dem Register. Sie wird es schon finden. Na also, besten Dank. Alles in schönster Ordnung. Eva Margarete Grun, verehelichte Frau Eva von Blomberg. Nein. Ja, da steht's ja. Neue Anschrift, Kriegsministerium, Bendlerstraße. Entsetzlich. Damit muss ich zum Kripo-Chef. Mann, Kamerad Müller. Und dieser Frau hat der Führer die Hand geküsst. Das muss sofort zum Polizeipräsidenten. Natürlich, sofort. Das sind Originale aus der Akte Eva Grun? Jawohl, Herr Präsident. Den Fall müsste ich an den Reichsführer SS weiterleiten. Pflichtgemäß. Wenn er das in die Hand kriegt, kriegt der SS das Reichskriegsministerium unter ihre Stiefel. Sie, Herr Präsident, werden denen die Chance nicht zuspielen wollen. Keine Schützenhilfe für die SS nach dem Gemetzel, das Sie 34 mit uns angestellt haben. Ich schicke die Sache an Blomberg selbst. Er ist samt Gemahlin verreist. Hochzeitsreise. Haben Sie das Pressefoto aus Leipzig heute nicht gesehen? Nein. Dann haben Sie was verpasst. In einer Zeitung von heute gibt es ein Foto. Aus Leipzig, Feldmarschall von Blomberg und seine Gemahlin im Zoo. Bringen Sie mir das. Wenn Blomberg nicht zu erreichen ist, wer bleibt sonst übrig? Ist nicht eine Tochter des Generals Wilhelm Keitel mit einem Sohn des Feldmarschalls verlobt? Danke. Ja. Die Neuvermählten in ihrer Glorie. Ausgerechnet vor dem Affenzwinger. Reizende Frau. Zum Vergleich. Ja, das ist die mit den pornografischen Bildern. Kein Zweifel. Herr Präsident, vor dem Kapitel, das jetzt beginnt, wird einem Angst und Bange. Und damit ins Wehrmachtsamt?
So wie deinem Keitel? War nie ein großer Recke, der General Keitel. Was bleibt uns übrig? Wehrmachtsamt, General Wilhelm Keitel selbst, dringend. Reizende Frau. Blättern Sie weiter. Oder blättern Sie zurück. Prächtiges Stück, die Dame. Für Liebhaber reizvoller Pornografie. Was soll ich mit dieser Schweinerei? Ach, Sie haben die Gemahlin des Reichskriegsministers noch nicht kennengelernt? Nein, nie. Es war ja keiner bei der Hochzeit. Heutige Zeit. Ich kenne die Dame natürlich auch nicht persönlich, aber ein vergleichender Blick. Ist sie das? Das ist sie. Wieso denn? Was denn? Es hieß ja Reichseierzentrale, was auch schon nicht sehr fein war. Diese Person ist wiederholt wegen sittlicher Verfehlungen überführt worden. Das ist... Das muss verschwiegen werden, lieber Heldorf. Wie denn? An den Reichsführer SS muss ich es jetzt weitermelden. Das ist meine Pflicht. Nie. Niemals. Mit einer solchen Waffe in der Hand, da fährt er uns so in die Parade. Der Feldmarschall, die Generalität, das ganze Heer. Wir erholen uns nie mehr davon. Schlimm, schlimm. Bitte verbinden Sie mich dringend mit Generaloberst Göring. Göring doch nicht. Seit wann ist Göring ein Schutzengel der Wehrmacht? Sie tun ihm Unrecht. Göring ist ja nicht einer von diesen Räuberbandenhäuptlingen. Und Luftwaffe ist schließlich auch Wehrmacht. Und erster Paladin des Führers. Nur ganz kurze Störung, Herr Generaloberst. Polizeipräsident Graf Heldorf ist gerade bei mir mit einem Anliegen, das er unbedingt Ihnen vorlegen sollte. Ach du liebe Güte. Das soll ich dem Führer vorlegen? Das kann ich nicht! Graf Heldorf, Sie haben mir hier etwas Entsetzliches angetan. General Keitel hat mich zu Ihnen geschickt. Der unselige Blomberg. Aber am meisten tut mir der Führer leid. Er ist auf dem Obersalzberg. Was ist heute? 22. Januar. Dürfte Montagabend, 24. Januar, in die Reichskanzlei zurückkehren. Da muss ich dort sein. Wie war es möglich, dass ihn niemand vor dieser katastrophalen Ehe gewarnt hat? Vielleicht, Herr Generaloberst, hat ihn irgendwer in diese Ehe hineinmanövriert. Herr Generaloberst? Das heißt, sie war damals eine berufsmäßige. Mit dieser Frau ist Blomberg nicht mehr zu halten. Und von alledem hat er nichts gewusst? Mich würde es nicht wundern, mein Führer, wenn das Heer ihn hätte absichtlich hineinschlittern lassen. Zuzutrauen wäre es dem bösartigen Hohlköpfen. Sie haben ihn nie riechen können. Nur weil er nicht so borniert war, gegen die nationalsozialistische Revolution zu sein. Er muss sich sofort scheiden lassen. Wenn er gehen müsste, dann bekäme ich diesen Angsthasen Fritsch als Kriegsminister. Nicht unbedingt. Was könnte gegen Fritsch vorliegen? Das Protokoll einer Aussage, mein Führer, das ich Ihnen noch heute Nacht zuschicken werde. Es belastet ihn wegen homosexueller Delikte. Ist es überzeugend, dieses Protokoll? Ich würde nicht wagen, es Ihnen zuzuschicken, mein Führer, wenn es die Lektüre nicht lohnte. Schicken Sie mir es. Und strengste Geheimhaltung. Trauen Sie das dem Fritsch zu? Wie?
widernatürliche Sauereien. Gerade das, mein Führer. Gerade das. Oberst Rossbach, Sie werden sich heute in der Reichskanzlei den ganzen Tag zu meiner Verfügung halten. Jawohl, mein Führer. Zweitens, alles, was heute hier gesprochen wird, ist streng geheim. Jawohl. Sie sehen mich auf das Tiefste enttäuscht durch den Reichskriegsminister. Herr von Blomberg sagte mir nur, seine zukünftige Frau stamme aus kleinen Verhältnissen und habe eine gewisse Vergangenheit. Sollte ich daraus schließen, er wolle eine sittenpolizeilich überwachte und mehrfach vorbestrafte Person heiraten? Aber das ist sie! Und zu der Hochzeit mit einer solchen Person lädt er mich als Trauzeugen ein. Ich würde es ihm niemals vergeben, wenn ich nicht überzeugt wäre, dass er selbst ein Opfer der Offiziersklicke in der Bendlerstraße geworden ist. Mein Führer... Glauben Sie, ich weiß nicht, wie schälend der Feldmarschall von Blomberg in diesen Kreisen angesehen wird? Nur weil er sich um Einklang zwischen Partei und Wehrmacht aufrichtig bemüht. Warum haben seine Generalskollegen ihn absichtlich hineinschlittern lassen? Und ich muss mich von einem Mann trennen, der sich um das deutsche Volk und das Dritte Reich so hoch verdient gemacht hat. Er muss sich sofort scheiden lassen. Noch besser wäre eine Nichtigkeitserklärung aufgrund grober Täuschung. Dann würde dieses Weib nicht ihr Leben lang den Namen Blomberg tragen dürfen. Und nicht genug mit diesem Fall. Mit dem Herrn Generaloberst von Fritsch ist auch etwas nicht in Ordnung. Sie werden Einblick in das Material erhalten. Mein Führer, es muss auffallen, dass diese Beschuldigungen erst nach der Hochzeit erhoben werden. Er muss doch wohl zu den Polizeiakten Stellung nehmen können. Richtig. Gehen Sie zu ihm. Zeigen Sie ihm die Unterlagen. Alle. Bis auf Weiteres darf er die Uniform nicht tragen und die Reichskanzlei nicht betreten. Da! Dies zu dem Herrn von Fritsch. Auch eine hocherfreuliche Bescherung. Die Folgerungen sind zwingend. Sie können nicht auf Ihrem Posten bleiben. Wie? Mir wird eine Angelegenheit vorgelegt, von der ich nichts weiß. Und die ich nicht glauben will. Ich werde doch wohl mit meiner Frau noch darüber sprechen dürfen. Ich werde der Wahrheit auf den Grund gehen, mich dann frei entschließen. Die Entschlussfreiheit, im Amt zu bleiben, haben Sie nicht. Sie sind von Ihrem Posten entbunden. Der Führer verbietet Ihnen, die Uniform zu tragen. Sie sollen sich in der Reichskanzlei nicht sehen lassen. Ich möchte aber in dieser Angelegenheit mit dem Führer selbst... Wenn Sie mich um Rat fragen, es ist sinnlos. Dagegen meint der Führer, Sie sollten die Ehe für nichtig erklären lassen. Und wenn ich das tue, kann ich dann im Amt bleiben? Nein, Herr Feldmarschall, Sie sind untragbar geworden. Hat er das gesagt? Nicht er. Sondern Ihre Generalskollegen. Von denen geht es aus. Es sind die Herren Generale, die Sie auf diese Weise über Bord werfen. Fügen Sie sich ins Unvermeidliche. Ja, dann. Dann habe ich nichts mehr zu sagen. Wollen Sie die Ehe annullieren lassen? Das will der Führer wissen. Nein. Wenn ich ohnehin ausgestoßen bin, wozu? Ich liebe meine Frau. Und ich werde zu ihr halten. Herr Feldmarschall, ich habe meine Aufgabe erfüllt. Heil Hitler.
Er will sich nicht von ihr trennen? Nein, er liebt seine Frau. Sie haben ihm doch das ganze Material vorgelegt. Wie befohlen, mein Führer. Lesen Sie das Fritsch-Protokoll fertig, Herr Hosbach. Sie haben ihm die Konsequenzen Punkt für Punkt aufgezählt. Punkt für Punkt. Blomberg ist vergessen. Jetzt geht es um den Fall des Generalobersten von Fritsch. Ein Fall, der in Wirklichkeit ungleich verächtlicher ist. Und auch simpler. Herr von Blomberg war für mich ein treuer Kampf- und Weggenosse. Den Verlust eines Oberbefehlshabers des Heeres, der der widernatürlichen Perversion erwiesenermaßen schuldig ist, wird das Reich und die nationalsozialistische Bewegung eher verschmerzen. Als mein Wehrmachtsadjutant werden Sie das entsprechende ausfertigen. Soll ich dieses Protokoll, so wie es da steht, für glaubwürdig halten? Dieser Zeuge Otto Schmidt hat den Generaloberst von Fritsch bei der Begehung eines homosexuellen Delikts nach § 175 beobachtet. So steht es da! Dieses Protokoll wurde von der Gestapo im Jahre 1936 aufgenommen. So steht es da. Die von dem Generaloberst angeblich begangene Tat... Da ist nichts Angebliches dran! ...fand im November 1933 statt. So steht es da. Über 4 Jahre her. Und jetzt taucht dieses Protokoll hier auf? Jawohl. 1936, als dieser Schmidt die Aussage machte. Dieser Schmidt hat schon 100 von ihm ertappte Homosexuelle angezeigt. Es hat immer gestimmt. Als Augenzeuge sagt er da unter Eid, dass Herr von Fritsch eines Abends hinter dem Bahnhof Wannsee mit einem notorischen Subjekt widernatürliche Sauereien abzog. Ich muss bitten, vom Oberbefehlshaber des Heeres nicht in diesem Ton zu reden, solange nichts, aber auch gar nichts erwiesen ist. Alles ist erwiesen! Glauben Sie, ich will zur Schande der Wehrmacht diesen entsetzlichen Skandal an die große Glocke hängen? Geheime Reichssache! Wenn sich das hinzieht, lange Untersuchungen, dann bleibt es nie geheim! Dieser Mann soll stillschweigend abtreten aus Gesundheitsgründen. Das wird er nie tun. Wenn eine solche erdrückende Beweislast gegen einen Mann vorliegt, muss er mit dem letzten Fetzen Ehre, den er noch besetzt, stillschweigend verschwinden. Der Zeuge Otto Schmidt ist kein besonders sauberer Charakter. Aber die Wahrheit hat er noch immer gesagt. Nach dem von ihm beobachteten Delikt hat er den Offizier gestellt, wollte Geld erpressen. Und der zog gleich seinen Ausweis raus. Ich bin der General von Fritsch. Hat ein hoher Offizier in einer solchen Situation nichts Besseres zu tun, als sich vor einem solchen Halunken auszuweisen? Eine groteske Erfindung. Er hat dem Otto Schmidt 2500 Mark Schweigegeld gezahlt. Bei der geheimen Staatspolizei wurde dem Schmidt eine Reihe von Offiziersfotos als Identifizierung vorgelegt. Beim Foto des Herrn von Fritsch schrie er sofort, das war der Mann. Dieses Gestapo-Protokoll ist bald 2 Jahre alt. Warum wurde damals nicht entsprechend vorgegangen? 1936 waren wir mitten im Aufbau des Heeres. Und ich hatte die höchste Meinung von Generaloberst von Fritsch. Das Protokoll wurde mir vorgelegt, aber ich würdigte es keines Blickes, ließ es vernichten. Jetzt aber, in Anbetracht der Möglichkeit, dass ein neuer Kriegsminister ernannt werden müsste, und kein Mann wäre geeigneter gewesen als Herr von Fritsch. Da, durch das Erlebnis mit Blomberg ein gebranntes Kind, da wollte ich über Herrn von Fritsch hundertprozentig vergewissert werden. Im Reichssicherheitshauptamt erinnerte man sich an diese Aussage Schmidt. Eine zweite Durchschrift wurde noch gefunden. Also nicht vernichtet, trotz Ihres Befehls. Zum Teil auch vernichtet! Aber konnte durch eine neuerliche Einvernahme des Otto Schmidt ergänzt werden. Natürlich, unter Eid. Das Protokoll ist unwiderlegbar. Mein Führer, Sie glauben an dieses Protokoll?
Mir erscheint es gründlich suspekt. Als Wehrmachtsadjutant hätte ich den Vorgang auszufertigen. So wie die Dinge liegen, könnte ich das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Dann sind Sie die längste Zeit mein Wehrmachtsadjutant gewesen. Das liegt in Ihrer Hand, mein Führer. Aber wenn plötzlich ein anderer Name auf diesem Vorgang erscheint, nicht der meine, dann wird, ob ich will oder nicht, völlig klar sein, was ich von dem Vorgang halte. Für jetzt bitte ich darum, mich abmelden zu dürfen. Bis morgen früh. Und Sie fahren jetzt nicht in die Bendlerstraße. Kein Wort zum Generaloberst! Ich kann ihm diesen Verdacht nicht verschweigen. Bei dem absoluten Vertrauensverhältnis, das zwischen dem Oberbefehlshaber des Heeres und mir besteht. Ich pfeife auf Ihr Vertrauensverhältnis zu einem Mann, der seiner Stellung so unwürdig ist. Sie, Hosbach, sind mir zu absoluter Loyalität verpflichtet. Hosbach, Ihr Gewissen bin ich. Ich darf mich abmelden. Heil, mein Führer. Hosbach, der letzte Preuße. Der fährt jetzt schnurstracks zu Fritsch. Nichts! 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 Rette diesen Fritsch! Zur Bendlerstraße. Als ihm ihr Foto bei einer polizeilichen Vernehmung im Jahre 1936 gezeigt wurde... Wer zeigte ihm mein Foto? Es ist im Protokoll beigefügt, in voller Uniform. Es wurde ihm bei der Gestapo-Vernehmung zur Identifizierung vorgelegt. Und da soll er sofort gerufen haben, ja, das sei dieser Mann gewesen. Und das behauptet der Führer zu glauben? Ich sei ihm absolute Loyalität schuldig, schrie er. Die Loyalität bei Verbrechen mitzuwirken, bin ich niemandem schuldig. Und diesen Vorgang unterzeichne ich nicht. Ernennt er dann einen anderen Wehrmachtsadjutanten, der unterzeichnet? So wird die Generalität trotz geheimer Reichssache einen ganzen Augiasstall riechen. Göring, dem traue ich alles zu. Ihm und Himmler zusammen. Auch Ehrabschneiderei von solcher Infamie. Aber der Führer... Es geht nur darum, ihn aufzuklären. Er kann mir ein Gespräch nicht verweigern. Vorsätzliche, meuchelmörderische Verleumdung, das traue ich dem Führer doch nicht zu. Aber ein Polizeiprotokoll, das ihm ermöglicht, an ein und demselben Tag, unmittelbar nach dem Kriegsminister, auch den verehrten Oberbefehlshaber des Heeres loszuwerden? Gibt es solche Zufälle? Das Protokoll wirkt auf mich wie eine zurechtgemachte Gestapo-Konfektion. Und das ahnt der Führer nicht? Danke, dass Sie gekommen sind. Ich frage und frage mich, wie der Führer so etwas von mir glauben kann. Und dann fiel mir ein Hitlerjunge ein. Wermelskirch heißt er. Ich verstehe nicht. Das Winterhilfswerk bat damals darum, bedürftige Hitlerjungen zum Mittagstisch einzuladen. Dieser Wermelskirch aß bei mir von Ende 33 bis Anfang 34. Später hörte ich, dass dieser Junge sich bei allerhand dummen Streichen auf meinen Namen berief. Da war dann noch ein Junge. Ein Zeitler. Aber der war ganz in Ordnung. Ja, aber dieser Wermelskirch, der war doch wohl nur zum Mittagstisch da, sonst nichts. Sie meinen doch nicht, ob etwas, irgendetwas Unschönes zwischen uns passiert ist. Bestimmt nicht, Herr Generaloberst. Na eben. Natürlich nicht. Aber er könnte eine solche Verleumdung über mich in die Welt gesetzt haben. Das hätte doch irgendeine Glaubwürdigkeit. Aber dieses Kauderwild, Schwanseebahnhof, Bayernseppel, ich zeige einem Erpresser gleich meinen Ausweis. Wenn der Führer das glaubt, da
dann ist die Reichskanzlei ein Irrenhaus. Ich sagte schon gestern Nacht. Auch wenn der Führer es nicht glaubt, aber steif und fest behauptet, es zu glauben, was ist die Reichskanzlei dann? Der Führer erwartet mich. Noch ein solcher Tag. Mein Führer, ich bin der Einzige, der mit dem Generaloberst über diese Beschuldigung gesprochen hat. Trotz meines Verbots? Dafür könnte ich Sie an die Wand stellen lassen. Das wäre vielleicht Ihr Recht. Aber wer hat das Recht, einen Unschuldigen ungehört schuldig zu erklären? Homosexuelle sind geborene Lügner. Moralisch ist die Generalität ein einziger Saustall. Ich bitte, mich zurückziehen zu dürfen. Also gut, meinetwegen. Rufen Sie ihn her und halten Sie sich nebenan zur Verfügung. Zu Befehl, mein Führer. Generaloberst von Fritsch wird herbefohlen, nicht wahr? Ja. Sollte man ihn nicht bei dieser Gelegenheit mit diesem Otto Schmidt konfrontieren? Ich kenne den Vogel nicht. Vielleicht macht sich der Ganove nur lächerlich. Das befürchte ich nicht, mein Führer. Dann her mit ihm. Reichssicherheitshauptamt. Sie haben überhaupt keine Vorstellung, wie der Verdacht entstehen konnte? Ich habe mir darüber den Kopf zerbrochen. Es kann nur mit den Hitlerjungen zu tun haben. Hitlerjungen? Hitlerjungen? Sie wagen, Sie gestehen, Sie sagen einfach, Sie haben sich Hitlerjungen unzüchtig genähert. Ich begreife nicht, in der Reichskanzlei einem Mann wie mir dergleichen unterstellt wird. Unterstellt? Sie haben es zugegeben! Das Winterhilfswerk bat seinerzeit darum, bedürftige Hitlerjungen zum Mittagstisch einzuladen. Einer erwies sich als ein Tu-nicht-gut. Er könnte die Verleumdung über mich verbreitet haben. Sie haben ihn natürlich nie angetastet. Nicht mal mit einem Finger. Ich verbitte mir den ironischen Ton, Herr Generaloberst. Ihr verbiete und gebiete nur ich. Aber lesen Sie nur weiter. Sie haben noch genug zu lesen von diesem Protokoll. War das der Mann? Jawohl. Das war er. Der Herr muss sich irren. Er ist schuldig. Er ist schuldig. Der Mann hat ihn sofort identifiziert. Nicht sehr überraschend, dass ein bezahlter Informant tut, wofür er bezahlt wird. Mein Führer. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, dass ich mit diesen infamen Beschuldigungen nicht das Geringste zu tun hatte. Verschonen Sie mich mit Ihrem Ehrenwort. Sie verwerfen mein Ehrenwort? Ich brauche kein verstaubtes Rittertheater. Ehrenwort. Er hat sich an alles erinnert, dieser Schmidt. Der hat ihn erkannt, das ist sicher. Jetzt ist es genug. Ich verlange ein ehrengerichtliches Verfahren. Wenn Sie ein Sondergericht unter Leitung der geheimen Staatspolizei vorziehen, bitte. Irgendein Einwand, Herr Generaloberst? Das müssen zuständige Militärjuristen entscheiden. Im Dritten Reich entscheide ich! Ich befehle Ihnen, sich morgen Vormittag um 10 Uhr bei der geheimen Staatspolizei einzufinden, zum Zwecke der Untersuchung Ihrer Unschuld oder Schuld. Ihre Funktionen sind Sie bis auf Weiteres entbunden.
Einen Moment bitte, Herr von Both. Herr General, Prost. Soll das Fenster offen bleiben? Tut mir gut. Frische Luft. Ist besser jetzt. Ich möchte, dass Sie einen Anruf für mich. Spät, wie? 23.08 Uhr. Spät. Ja. Nichts Dienstliches, ein Freund, der vielleicht schon schläft. Vermutlich wichtig genug. Soll ich für Sie anrufen? Bitte. Mir ist nicht nach Telefonaten. Ob er kommen könnte. Herr Generaloberst, haben mir noch nicht gesagt, wen ich anrufen soll. Ach, Stülpnagel. Joachim von Stülpnagel. Wohnt in Babelsberg. Lange Anfahrt. Habe die Nummer irgendwo. Die Nummer finde ich. General Joachim von Stülpnagel. Ja, General A.D. Kluger Mann. Nahm rechtzeitig seinen Abschied. Trat in die Börsenzeitung ein. Leitend. Weltläufiger Mann. Wurde Anfang 1933 stark favorisiert als Reichskriegsminister. Wäre wohl nicht ganz im Stile der neuen Zeit gewesen. Ich bin erschöpft, lieber von Both. Versuchen Sie es. Ich brauche ihn. Soll ich das Fenster nicht doch schließen? Es ist zu kalt. Herr Generaloberst, tun sich den Tod. Nicht auf die Art. Sie haben sich in der Reichskanzlei verhalten wie ein Betäubter. Dieser letztklassige Ganove sagt, ja, das war er. Und da ergreifen Sie nicht einen schweren Stuhl und schlagen diesen Lumpen zu Boden? Geheime Reichssache. Das verfügte Hitler nur, um die Generalität in Schach zu halten, bis Sie davongejagt sind. Er weiß, und Sie sollten wissen, dass mit der Zeit alles durchsickert und in Zukunft zu Ihrem Namen gesagt werden wird, das war ein 175er. Eine infame Lüge. Ja, das brauchen Sie mir nicht zu sagen. Der versammelten Generalität müssen Sie das sagen. Und wenn die Generalität von dieser ungeheuerlichen Behandlung weiß, der Sie ausgesetzt waren und sind, dann wird sie sich geschlossen hinter Sie stellen. Soll ich eine Meuterei führen? Sie sollen sich die nötige Autorität schaffen, um Hitler Angst zu machen. Dem Fall Blombergs muss Ihr Sturz folgen. Das ist so klar wie das Einmaleins. Die Kumpane des Führers servieren ihm sofort dieses alte Protokoll. Hitler stürzt sich drauf. Er ist der faulste Mann. Aber wenn er große Beute wittert, dann springt er zu und hört nicht auf, bis diese Beute zerrissen ist. Er weiß, wie fadenscheinig dieses Protokoll ist. Aber irgendwie muss dieser dünne Faden zum Strick gedreht werden, der Sie erwirkt. Blomberg ist fertig. Wenn Fritsch auch fertig gemacht werden könnte, dann erst wäre die Wehrmacht wirklich in seiner Hand. Was soll ich tun? Erstens die Generalität einweihen. Zweitens sich sofort mit dem Grafen von der Goltz in Verbindung setzen. Sie brauchen einen Anwalt und Berater. Das ist der Beste für Sie. Nationalsozialist, Präsident der Reichsjuristenkammer, ein anständiger Mann dabei, der Ihre Unschuld begreifen und bis zum Äußersten verteidigen wird. Drittens. Sie dürfen unter keinen Umständen zur Gestapo gehen. Auch wenn Sie sich selbst preisgeben wollen. Sie dürfen die Armee nicht so schänden. Das werde ich mir überlegen. Niemand kann mich schuldig finden. Ich habe keine Angst vor der Gestapo. Ich kann nicht glauben, dass der Führer mitschuldig ist. Er wird selbst betrogen. Mein armer Freund. Wie wenig sind Sie ein Mann für diese Zeit? Das mag sein. Ich konnte immer nur meine Pflicht tun. Was aber ist Pflicht? Was ist Pflicht in einer solchen Zeit? Sich selbst zu betrügen.
Du, Bayernseppe, du stehst hier hinter der Säule, gegenüber der Damentoilette. Ja, was tut denn nie gegenüber von einem Frauenklo, Herr Kriminalinspektor? Du schaust, ob jemand die Treppe raufkommt, den du erkennst. Der mal dein Kunde war. Und wen erkenne ich da? Also den Herrn zum Beispiel. Den erkenne ich nicht. Natürlich nicht, du Ringvieh. Das ist Regierungsrat Huber von der Gestapo. Herr Littler, Herr Regierungsrat. Herr Littler? Was treiben Sie da? Das ist der Bayernseppel, mit dem der Generaloberst von Fritsch seinerzeit dieses Delikt begangen hat. Angeblich, Kriminalinspektor Fehling. Angeblich. Ich verstecke hier die bekanntesten Strichungen von Berlin, im dritten Stock auch. Einer erkennt vielleicht den Generaloberst, dann hat sich die Sache. Brillanter Einfall. Bist du sicher, dass du den Herrn in Zivil niemals bedient hast? Nie im Leben. Niemals. Also einer von den Unsrigen ist der nicht. Das rieche ich auf die Distanz. Nachdem mir Herr Göring vorgestern im Auftrag des Führers ausdrücklich verboten hat, in der Reichskanzlei zu erscheinen, bin ich überrascht, plötzlich herbeordert zu werden. Haben Sie eine Ahnung, worum es geht, Herr Wiedermann? Keine Ahnung. Ich komme mir hier in Zivil etwas absonderlich vor. Einen Augenblick nur. Ich melde Sie dem Führer. Mein Führer, das Bitterste ist, dass ich es nicht begreife. Ich habe ein einfaches Mädchen aus dem Volke geheiratet. Und ich konnte nie bezweifeln, dass das genau im Sinne des Nationalsozialismus sei. Irgendwer hat irgendwen hintergangen. Ich habe auch immer wieder betont, sie habe ein gewisses Vorleben. Vergessen Sie das. Das alles ist jetzt abgeschlossen. Ich empfehle Ihnen, unverzüglich eine Weltreise anzutreten. Auf mindestens ein Jahr. Ich werde Ihnen genügend Devisen zur Verfügung stellen lassen. Selbstverständlich gehorche ich. Heißt das, mein Führer, dass ich mich nicht mehr zum Heer zählen darf? Sie bleiben formell im Dienst und werden auch weiterhin Ihren vollen Sold beziehen. Lassen Sie. Ich habe Sie herbestellt, weil ich weder an Ihrer Treue zweifle, noch an Ihrer militärischen Urteilskraft. Wer soll Ihr Nachfolger als Kriegsminister werden? Fritsch ist schwer kompromittiert als 175er. Halten Sie ihn solcher krankhaften Neigungen für fähig? Er war immer ein Sonderling. Solche Tendenzen würden mich bei ihm nicht überraschen. Wenn nicht Herr von Fritsch, dann Herr Göring. Göring ist zu bequem für eine solche Aufgabe. Mein Führer, warum überhaupt wieder ein General? Wenn Sie das Amt des Kriegsministers einfach unbesetzt lassen, werden Sie, mein Führer, de jure und de facto Befehlshaber der Wehrmacht. Das müsste man sich überlegen. Jedenfalls brauchte man dann einen guten Mann für die erforderliche Stabsarbeit. Wilhelm Keitel. Kein Feldherr, aber ein guter Bürochef. Loyal? Rückhaltlos. Schicken Sie den Mann zu mir, noch heute. Das muss man sich überlegen. Ein interessanter Rat, ja. Dann wäre niemand mehr zwischen mir und der Wehrmacht. Wenn die Stunde Deutschlands schlägt, dann werde ich Sie wieder an meiner Seite sehen. Und alles Vergangene soll ausgelöscht sein. Also da an der Buchhandlung im Bahnhof Wannsee.
Am Abend um 6 Uhr, da stand ich und beobachtete die dortige Pinkelbude. Dieser Herr da, der kam zuerst raus. Der Bayernseppel hinterher. Hinter der Toilette, da ist eine Privatstraße der Reichsbahn, da war es ganz dunkel. Ich schlich mich hinterher. Der Bayernseppel stand und der Herr da kniete vor dem Bayernseppel und nippelte da dran. Das wagt der Mensch zu sagen? Das soll ich gewesen sein? Sie gingen dann auseinander. Ich lief dem Herrn nach und sagte, ich weiß alles. Mein Kollege hat schon den anderen geschnappt. Und dann ist es mir so rausgeplatzt. Ich bin der Kriminalkommissar Kröger. Ich gebe sie 100 Mark, hat er gesagt. Ich aber, nee, das kommt nicht in Frage. Und dann löst der Billetter zweiter Klasse für uns nach Lichterfelde. Lichterfelde? Ich mit diesem Ja. Dort ging er in ein kleines Haus, kam wieder raus und gab mir 500 Mark. Dann sagte er, morgen warten Sie beim Bahnhof auf der rechten Seite. Da bringe ich Sie noch mal 1000 Mark. Er gab Ihnen am nächsten Morgen 1000 Mark? Ja. Und dann sagte er, Sie können sich noch ein Tausender abholen, kommen Sie Anfang Januar. Kommen wir zum Ende dieses Schwanks. Um den 10. Januar war dann das dritte Zusammentreffen? Jawohl. Da war auch der Bucker dabei. Ein Freund von mir, den Bucker, den ließ ich mitverdienen. Ja, in Lichterfelde Oster trafen wir den Herrn Generaloberst. Ich sagte ihm, ich habe Scherereien gehabt mit dem Kollegen, der den Jungen damals geschnappt hat. Da ist er. Und dann in der Bahnhofsjastwirtschaft zweiter Klasse, eine Kellnerin im weißen Kittel, die brachte uns Asbach uralt und Zigarren 30, 40 Pfennig das Stück. Hat der Herr auch geraucht? Klar. Der steckte sich auch eine Zigarre an. Und dann gab er mir die 1000 Mark und ich unterschrieb ihm eine Quittung. Lilling. Was war Ihr Eindruck? Ein letztklassiges Schwein. Aber ein armes Schwein. Es gibt noch letztklassigere. Hallo, Herr Generaloberst. Ich führe die Rechtsabteilung des Reichssicherheitshauptamtes und bin vom militärischen Rang her Ihres kameradschaftlichen vertrauenswürdig. Haben Sie mir nichts zu sagen? Von Kamerad zu Kamerad. Wir sind allein. Niemand hört uns. Seit 16 Jahren rauche ich nicht mehr. Kamerad zu Kamerad. Gerät abstellen. Jawohl. Gruppenführer, ich war gestern Abend noch spät im Haus und sah in der Abteilung 2H noch Licht. Ich ging hinein und fand dieses Kontobuch der Dresdner Bank, Depositenkasse 49, Lichterfelde Ost. Na und? Wenn Sie da die Eintragungen bis November, Dezember 33 zurückgehen und die Abhebungen addieren, so macht das genau die 2500 Mark, die der Schutzhäftling Otto Schmidt von seinem Opfer erpresst hat. Also. Rittmeister Achim von Frisch. Kein General, sondern ein Rittmeister. Und kein Fritsch, sondern ein Frisch ohne T. Das Ganze wirkt wie eine absichtlich
verheimlicht Identitätsverwechslung. Sonderbare Affäre. Dieser Otto Schmidt übrigens, ein sehr merkwürdiger Belastungszeuge, war mein Eindruck. Danke. Sie haben Ihre Sachen sehr gut gemacht. Dieser Otto Schmidt wird sich hüten, seine Aussage zu ändern. Dafür werde ich sorgen, Reichsführer. Niemand weiß bis jetzt von einem Rittmeister von Frisch. Für uns gibt es nur den Fall Generaloberst von Fritsch. Der muss abgeschlossen werden. Schnellstens. Die Stimmung unter den Offizieren soll brisant sein, weil dieser Fritsch zur Gestapo ging. Ein Gestapo-Sondergericht, wie der Führer es wünscht. Wird ja schnell genug arbeiten. Nur eine kleine Panne, Reichsführer. Herr Korrektenkapitän, wir beide sind Adjutanten des Führers. Raten Sie mir wirklich, diese Reise zu finanzieren? Unbedingt. Fregattenkapitän von Wangenheim reist im Auftrag des ganzen tief beleidigten Offizierskorps. Ich habe eine Privatschatulle für Sonderausgaben. Aber was haben Sie vor, wenn Sie bis zu Herrn von Blomberg vordringen? Ihn zu zwingen, sich von dieser Frau zu trennen. Andernfalls wir von ihm die unausweichlich nötigen Konsequenzen fordern. Wie Sie wissen, Herr von Puttkammer, ich war bloß ein schlichter Hauptmann im Krieg. Mein soldatisches Empfinden versteigt sich nicht zu so großer Oper. Aber warten Sie, ich bringe Ihnen die Devisen. Diese Informationen hat Ihnen Herr Generaloberst Göring wohl verschwiegen. Ja, hat sie mir verschwiegen. Leider konnte ich Ihnen keine Kopien der unzüchtigen Nacktfotos mitbringen. Ich verbiete Ihnen! Die in der Reichskanzlei und im Polizeipräsidium zirkulieren. Alles Wesentliche aus den Polizeiakten ist auf dem Bogen notiert. Danach können Herr Feldmarschall sich nur noch von ihr trennen oder sich eine Kugel durch den Kopf schießen. Ist es Ihre Sache, Herr von Wangenheim, mir die Pistole auf die Brust zu setzen? Ich habe sie Ihnen gleich mitgebracht. Es ist wahr, als Ehrenmann habe ich nur diese Alternative. Göring hat mir die volle Wahrheit verschwiegen. Das weiß ich jetzt. Strafakte, Löwinger, Grun, Mickler. Was warst du 19? Was waren die obszönen Bilder? Die haben mir 60 Mark eingebracht. Wer war denn dieser Heinrich Löwinger? Ach, ich will es gar nicht wissen. Was hast du in der Wilhelmstraße gewohnt? Wohnungsinhaber Koch? War der das, der dich auf Trab gebracht hat? Wohnungsinhaber, Pflegeamt, Fahndung nach der vorgenannten Minderjährigen, rasche Ergreifung, zur Verhinderung der weiteren Verwahrlosung geboten. Dezember 34, Nummer 6113, sittenkarteilich aufgenommen. Nein, es muss aus sein mit uns. Ich werde an den Führer appellieren. Und der Führer wird mir vergeben. Ja, tu das. Ich werde ihm mitteilen, dass die Ehe annulliert wird. Aber erst, wenn ich mein Amt wiederbekomme. Das wünsche ich dir. Ich sehe dich dann mal in der Wochenschau.
Herr Generaloberst, ich glaube, Ihre Causa jetzt gründlich zu kennen. Wollen Sie übernehmen, Graf von der Goltz? Als Ihr Freund, Herr von Stülpnagel, mich darauf ansprach, habe ich sofort zugesagt. Aber um Sie erfolgreich vertreten zu können, Herr Generaloberst, brauche ich Ihr Vertrauen. Ich weiß, Sie haben seinerzeit das Goldene Parteiabzeichen abgelehnt. Ich trage das meine. Und Herr Generaloberst, ich bin auch davon überzeugt, dass in Ihrem Falle der Führer selbst von anderen Drahtziehern betrogen wird. Das habe ich auch geglaubt. Und jetzt? Glauben Sie es nicht mehr? Ich kann es kaum noch glauben. Aber Sie sind bereit, mir zu vertrauen? Völlig. Wenn Sie sich eines so verlorenen Falles annehmen wollen. Verloren. Wegen einer infamen Verleumdung. Bestimmt nicht verloren. Nicht verloren? Vor einem Sondergericht der Gestapo, wie der Führer wünscht. Ja, das ist doch nur so eine Idee des Führers. Wenn überhaupt eine Verhandlung stattfindet, dann vor einem ordentlichen und Ihrem Rang entsprechenden Kriegsgericht. Wenn die Kriegsgerichtsräte, die für die Untersuchung zuständig sein müssen, den Führer überzeugen, dass ein hieb- und stichfestes Material gegen Sie überhaupt nicht vorliegt, dann kann es zu einer Verhandlung gar nicht kommen. Vermutlich wissen Sie, dass der neue Oberbefehlshaber schon so gut wie feststeht. General von Brauchitsch. Wenn man solche Nächte verbringt wie ich, fragt man sich, ob es nicht an der Zeit ist, weiteren schmerzlichen Erfahrungen durch den Tod aus dem Wege zu gehen. Ja, tun Sie das, damit Ihre Feinde rufen können, schaut her, der Schuldige hat sich selbst gerichtet. Herr Generaloberst, stammt Ihre Mutter nicht aus der Familie des Pastors von Bodelschwing? Sie ist seine Nichte. Dann haben Sie doch gläubigstes evangelisches Christentum mit der Muttermilch mitgekriegt. Den reinen Kinderglauben meiner Mutter. Danach sehne ich mich gerade in diesen Tagen. Aber Sie haben ganz recht. Was ich eben sagte, war dummes Selbstmitleid. Ich stehe es durch. Allerdings, mein Abschiedsgesuch ist bereits aufgesetzt. Warum wollen Sie das tun? Weil die Reichskanzlei mich bedrängt. Ich sage Ihnen, wir werden triumphieren. Es ist Ihnen klar, welchen Gestapo-Repressalien Sie sich aussetzen, wenn Sie meinen Fall übernehmen. Das muss ich riskieren. Keitel. Keitel in seinem Auftrag. Schickst du mich jetzt weg? Die Dinge haben einen unabänderlichen Lauf genommen, lässt mir der Führer schreiben. Hier, kannst du es sehen. Unabänderlichen Lauf. So steht es da. Ein Zurück gibt es nicht mehr für Sie, schreibt Keitel. So wörtlich der Führer. Jetzt wissen wir es. Meine Schuld. Ich hab's dir verschwiegen. Quäl dich nicht. Es ist alles vorbei. Ein Zurück gibt es nicht mehr für Sie. Was lässt mir der Mann schreiben, dem ich die Wehrmacht zugeführt habe? Was wäre denn aus ihm geworden im Juni oder Juli 1934? Als Röhm seinen Dutzfreund Adolf einen Verräter an der nationalsozialistischen Revolution genannt hat. Was wäre aus dem Führer geworden ohne mich? Röhm wäre der wirkliche Herr geworden, mit der SA als Volksarmee. Kein Zurück mehr für mich. Die SS hat blindwütig in Berlin und in München gemordet, aber sie war ja ein verlorener Haufen. Wenn die Reichswehr nicht hinter ihr gestanden hätte, auf meinen Befehl. Fritsch wollte die Reichswehr gegen Hitler marschieren lassen. Auch General von Bredow soll ermordet worden sein. Tot eingeliefert in Lichterfelde, wo so drauf losgemordet wird. Auf allerhöchsten Befehl. Herr von Fritsch, der Führer hat seinerzeit vom Reichstag umfassende Vollzugsvollmachten erhalten. Herr Beck? Niemals das Recht, ohne Verfahren und ohne Urteil Menschen ins Jenseits zu befördern. Keiner weiß, wie viele bisher. Wir leben in einer Revolution.
Wo gehobelt wird, fallen bekanntlich Späne. Diesen erbaulichen Vergleich gebrauchte auch Herr Göring. So war also General von Schleicher ein solcher Span heute Mittag. Und seine Frau wurde gleich mitgehobelt. Herr Göring sagte, General von Schleicher habe in Verbindung mit ausländischen Botschaften Landesverrat betrieben. Wenn sich diese Behauptungen als Verleumdungen herausstellen, woran ich nicht zweifle, so muss die Rehabilitierung der zu Unrecht Verdächtigten im Namen des Heeres erzwungen werden. Generale von Schleicher und von Brelo waren Verräter. Ich kenne die Beweise gegen sie. Der Führer wird dem Volk Rechenschaft ablegen. Bis dahin ist jeder eigenwillige Protest des Offizierskorps undenkbar. Er wäre in meinen Augen Meuterei. Jetzt stößt er mich mit dem Stiefel in die Gosse. Als Hindenburg starb, nur einen Monat später, da habe ich einen Fahneid entworfen, wie er noch nie zuvor auf ein Individuum geschworen worden war. Ein Kaiser ist nicht irgendein hergelaufener Mann. Er verkörpert die Vergangenheit und die Zukunft eines Volkes. Aber Hitler? Wer war Hitler? Der Führer dank mir. Ich habe der Wehrmacht befohlen, ihn als mein Führer anzusprechen. Ich setzte das Wort Führer in den Fahneneid ein. Ich schwöre bei Gott. Ich schwöre bei Gott. Diesen heiligen Eid. Diesen heiligen Eid. Dass ich dem Führer des Deutschen Reiches und Volkes. Dem Führer des Deutschen Reiches und Volkes. Adolf Hitler. Adolf Hitler. Dem obersten Befehlshaber der Wehrmacht. Dem obersten Befehlshaber der Wehrmacht. Unbedingten Gehorsam leisten. Unbedingten Gehorsam leisten. Und als tapferer Soldat. Und als tapferer Soldat. Bereit sein will. Bereit sein will. Jederzeit für diesen Eid. Jederzeit für diesen Eid. Mein Leben einzusetzen. Mein Leben einzusetzen. Soll ich dich jetzt allein lassen? Nein. Ich will nicht allein sein. Geheime Staatspolizei? Ja. Hier ist das Reichskriegsgericht, Kriegsgerichtsrat Dr. Biron, für den Kriminalrat Meisinger. Herr Littler, Herr Meisinger. Ja, es handelt sich um Martin Weingärtner alias Bayernseppel. Laut Führerweisung haben die Gestapo-Untersuchungen und die kriegsgerichtlichen Untersuchungen des Falles parallel zu laufen. Das heißt, zu jeder Vernehmung muss ein Beobachter von der anderen Seite hinzugezogen werden. Sie haben den Weingärtner geschnappt und dann... Was? Ja, bitte lassen Sie mich ausreden. Sie haben ihn geschnappt und halten ihn seit 4 Tagen in Gewahrsam. Ich erwarte ihn also in spätestens 2 Stunden hier zur Vernehmung. Andernfalls der Reichskriegsgerichtspräsident General Heitz dem Führer Meldung erstatten wird. Ja. Heil Hitler, Herr Meisinger. Sie wissen also mit Sicherheit, dass Sie den Generalobersten von Fritsch niemals gesehen haben? Niemals. Also, alle meine Herren kenne ich nicht, weil das ist schon eine Schippe. Schüppel? Ein Schüppel. Ja, ein Haufen halt. Eine größere Anzahl. Aber diesen Herrn mit dem Monokel und mit dem Schnurrbart, nie vorher habe ich den gesehen, diesen Herrn Generaloberst. Also niemals. Also das schwöre ich. Bei meiner Seele Seligkeit. Ja, das habe ich. Gut. Martin Weingärtner, ich nehme Sie jetzt unter Eid. Sie schwören bei Gott, dem Allmächtigen und Allwissenden, dass Sie nach bestem Wissen die reine Wahrheit gesagt und nichts verschwiegen haben. Geben Sie jetzt die rechte Hand und sagen Sie, ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe.
Vernunft, Anstand, Menschlichkeit, Quatsch alles. Bestialität ist salonfähig. Dieser gescheiterte Zauberlehrling Blomberg hat sich doch wirklich eingebildet, er sei dem Hexenmeister unentbehrlich. Und Sie selbst? Sie haben ihm in erstaunlich kurzer Zeit ein strammes Massenheer hingezaubert. Ich habe ein Heer geschaffen, wie jeder kontinentale Staat es hat. Wie es Deutschland zusteht als Ausdruck seiner Kraft und Würde. Aber doch nicht zum Verheizen in einer kriminell angestifteten Feuersbrunst. Er wollte nie etwas anderes, dieser wunschtraumbesessene Nihilist, als in einer hingeschlachteten Welt ein deutsches Weltreich gründen. Und jetzt braucht er sie nicht mehr. Blomberg hat ihm den Schlüssel gereicht zur totalen Macht. Kein Reichskriegsministerium mehr. Jetzt seid ihr ihm nur noch im Wege. Jetzt steht er allein auf der ungeheuren Bühne. Mit Benzinkanister und brennender Lunte. Allmächtig genug, die Welt anzuzünden.